Hallo Leute und willkommen zurück zur Prädikatenlogik. So, heute geht es mal wieder weiter und zwar mit den Normalformen. Wir haben letztes Mal die bereinigte Negationsnormalform und die Negationsnormalform kennengelernt. Das hier wäre zum Beispiel eine davon und heute geht es weiter mit der Pränexen-Normalform. Pränexen-Normalform. Ohne Null. So, was ist die Pränexen-Normalform? Ja, die Pränexen-Normalform ist eigentlich relativ simpel. Im Prinzip das, was wir schon immer gemacht haben, fast immer. Und zwar zwei kleine Beispiele. Das ist Pränexen-Normalform. Das ist auch Pränexen-Normalform. Das und wenn jetzt hier ein Y steht, das ist keine Pränexen-Normalform mehr. Ganz einfach eigentlich, also wirklich total simpel. Wir haben so eine kleine Ordnung. Vorne stehen alle Quantoren und danach kommen keine mehr. Wenn die Formel mal angefangen hat, keine Quantoren mehr. Das heißt, hier steht für alle x existiert ein y. Moment, wie ging y nochmal? Nee, das war's nicht. Stylisch. Okay. Ich kann seit neuestem ein h über dem x schreiben. Das wusste ich auch nicht. Jetzt aber. Y und dann haben wir noch ein Z und so weiter und so fort. Wir können hier so viele Quantoren haben, wie wir wollen, aber in meiner Formel drin, da ist dann keiner mehr. Also hier drin, das ist nicht erlaubt. Also existiert Y, geht sowieso hier drin nicht, aber hier draußen existiert ein Y, so das, bla bla bla. Und es liegt nicht daran, dass jetzt hier sich der Name überschneidet. Ich meine jetzt hier auch einen existierten A und dann schreibe ich hier ein A rein. Es liegt wirklich an dem Quantor, der hier drin ist, der muss da raus. Und das ist ja eigentlich völlig egal, ob ich hier jetzt schreibe, es existiert ein A, so das Q von A. Oder ob ich jetzt hier schreibe, naja, ich schreibe den einfach mal hierher. Für alle x existiert ein y, es existiert ein z und es existiert ein a, sodass das hier gilt. Naja, dann ist es genau dasselbe. Ich kann die Quantoren einfach rausziehen in den allermeisten Fällen. Aber ich muss es in der richtigen Reihenfolge machen. Und diese Reihenfolge ist eigentlich schon relativ einfach, aber jetzt nicht unbedingt immer. Dazu mache ich, ja, warum nicht? Ich lasse es einfach mal drin und schließe die Klammer hier hinten, weil da hinten haben wir ja sogar noch ein z und wir haben auch irgendwo mal ein y gehabt. So. Genau. Und jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben hier, das ist sozusagen implizit geklammert, also eigentlich haben wir hier sowas, denn es ist ja eine Funktion bzw. ein Prädikatensymbol. Und dann möchte ich noch eine weitere Klammerung hier haben, so wie wir es gerade eben hatten. So, und die Quantoren beziehen sich jetzt auf alles. Also Achtung, ich mache das nochmal ein bisschen deutlicher. Das ist ein Abschnitt. Das ist ein Abschnitt. Also wir haben das hier, wir haben das hier und wir haben den ganz äußeren Abschnitt. Okay, und ich glaube, ich habe mich an den Klammern verzählt. Die schließt die, die schließt die, die schließt die da. Das ist doof. Ja, so. So muss es sein. Gar nicht so leicht ohne Syntaxvervollständigung, merke ich gerade. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier vier Variablen und wir haben diese Quantoren schon alle hier vorne. Was machen wir jetzt aber, wenn wir das so haben, dass hier dieses existiert a steht, das existiert z steht hier, das existiert y, naja, das steht nicht hier, Achtung, weil hier sind wir in dem Ding drin. Das heißt, es steht hier und das für alle x, das steht hier. So, was machen wir jetzt? Wie kriegen wir die geordnet? Also ich meine, dieses für alle x ist noch in Ordnung da, aber es ist immer noch nicht ganz so toll. Also, wir machen Folgendes. Wir ziehen einfach von außen nach innen. Was hat denn die größte Abdeckung? Naja, dieses existiert z, das gilt hier, also nur in dem Bereich. Hier steht ein oder, das grenzt das Ganze sozusagen ab. Und dieses für alle x, das bezieht sich auf den Bereich, also den Scope hier. Das heißt, das für alle x und dieses existiert z, die kommt sich eigentlich nicht in die Quere. Also ist es egal, ob wir jetzt schreiben, für alle x existiert ein z, also so rum, oder ob wir es andersrum schreiben, es existiert ein z, so das für alle x. Hier ist die Reihenfolge wirklich völlig wurscht. Dann hier drin, da habe ich schon intuitiv richtig gemacht hier.
Aber eigentlich ist es auch hier egal, weil wir haben ein existiert y und ein existiert a, aber die kommen sich ja eigentlich nicht in die Quere. Da steht ja nicht irgendwie a impliziert y oder sowas. Das Einzige, wo es wirklich wichtig ist, ist dieses für alle x. Das muss außerhalb stehen, also weiter links draußen als diese beiden hier. Weil das für alle x bezieht sich auf diese ganze Klammer hier. Und dieses existiert a, existiert y, das bezieht sich nur auf diese Klammer. Das bedeutet, dass für alle x muss weiter links stehen, als dieses existiert. So. Und ja, wenn ich das habe, dann bin ich eigentlich schon in meiner pränächsten Normalform und alles ist gut. Und ich kann meinen Algorithmus anschmeißen in meinem Kopf oder auf dem Blatt oder wo auch immer, um meine Skolem-Normalform zu finden. Und die Skolem-Normalform, die ist ein bisschen unintuitiv und auch nicht immer so geil. Deswegen zeige ich euch die in einem eigenen Video. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.